Dieses kleine Teil soll das Laufen, Joggen und Walken und sogar unsere Gesundheit revolutionieren. Es sind Griffelemente mit medizinischer Wirkung, die außerdem für mehr Spaß und Ausdauer beim Laufen sorgen. Was mich absolut überzeugt hat, war, dass dann mein Puls beim Laufen auch runtergegangen ist und ich dadurch natürlich viel länger und auch schneller laufen konnte. Weniger Puls, länger und schneller laufen, kann das wirklich sein? Fakt ist, über 50.000 Sportler in Deutschland, Freizeitsportler, Amateure und Profis, trainieren bereits regelmäßig mit dieser Innovation. Doch was ist das Geheimnis dahinter? Die Laufmaus ist in meinen Augen ein ganz wichtiges Tool, um die richtige Lauftechnik automatisch zu machen. Mit der Laufmaus habe ich automatisch die richtige Handhaltung, richtige Armhaltung, richte mich auf, atme effektiv und die Probleme sind quasi weg. Die Probleme fangen an, wenn man mit der falschen Technik läuft und vor allem, wenn man viel sitzt. Vor dem Computer, im Auto, auf dem Sofa. Die Folge: Herz-Kreislauf-Probleme, Übergewicht und schmerzhafte Verspannungen im Nacken, im Rücken sowie Haltungsfehler. Nicht umsonst heißt es, Sitzen ist das neue Rauchen. Bewegungsmangel führt zu Übergewicht. Übergewicht kann Herz-Kreislauf-Beschwerden verursachen oder zu Diabetes führen. Letzten Endes wird auch der Bewegungsapparat geschädigt. Muskelverspannungen führen zu Schmerzen. Wirbelsäulen und Gelenke verschleißen unter Umständen. Wer rastet, der rostet. Wer sich zu wenig bewegt, wird weniger beweglich. Wer viel sitzt, sollte sich also auch viel bewegen. Zu den beliebtesten Sportarten gehören Laufen oder Walken bzw. Spazierengehen. Rund 25 Millionen Deutsche trainieren regelmäßig an der frischen Luft. Wer sich viel an der frischen Luft bewegt, tut sowohl etwas für den Geist als auch für den Körper. Stress wird abgebaut, die Psyche hält sich auf. Für den Körper sind die Vorteile mannigfaltig. Blutdruck wird gesenkt und zum Beispiel auch die Knochendichte wird durch Sport erhöht. Über Millionen von Jahren haben wir uns vom Savannenläufer zum Schreibtischtäter entwickelt. Deshalb müssen viele Läufer, Anfänger und auch erfahrene Sportler die richtige Körperhaltung beim Laufen wieder erlernen. Voraussetzung für die richtige Lauftechnik ist die richtige Armtechnik. Die Folgen von einer falschen Armarbeit beim Laufen können Schmerzen und Verletzungen sein. Was passieren kann, wenn man die Armtechnik vernachlässigt, weiß Gesundheitstherapeut Hermann Gerke. Die falsche Armhaltung oder die falsche Armbewegung beim Laufen kann dazu führen, dass ich im Schulter-Nackenbereich Verspannungen bekomme, dass sich die Wirbelsäule überlastet, dass meine Hüfte nicht aktiv mitmacht und dass ich sogar Knie- oder Fußprobleme bekomme. Die Arme sind der Motor der Beine, so heißt es. Doch schaut man sich den Laufstil vieler Läufer an, erkennt man, dass die meisten mit geballten und einwärts gedrehten Händen laufen, was evolutionstechnisch eher eine Rolle rückwärts bedeutet. Alleine der Faustschluss selbst ist schon sehr energieraubend. Wenn dann die Unterarme innen gedreht werden, führt es quasi dazu, dass die Arme mehr vor dem Körper geführt werden, sich sozusagen überkreuzen, was letztendlich zu einer Oberkörperrotation führt und über eine lange Strecke, über eine längere Zeit die Wirbelsäule sehr belastet, genauso wie die Gelenke der Beine, was unter Umständen sogar zu dauerhaften Schädigungen führen kann. Doch jetzt gibt es eine kleine Unterstützung für jeden Läufer und Walker, die die Arm- und Lauftechnik entscheidend verbessern und korrigieren kann. Die Laufmaus. Ein anatomisch geformtes, ultraleichtes Griffelement aus medizinischem Spezialkunststoff. An der Uni Weiden, in einem der modernsten Lauflabore Europas, hat Professor Stefan Sesselmann die Wirkung der Griffelemente in ersten Studien wissenschaftlich belegt. In unserer Studie konnten wir eindeutig nachweisen, dass die anfangs nur subjektiv empfundenen Haltungsoptimierungen tatsächlich auch stattfinden. Wenn ich die Laufmaus in die Hand nehme, führt der Zeigefinger durch den Clip gehalten die Bewegung, der Daumen liegt oben auf und die Hand ist tendenziell etwas mehr nach außen gedreht, als ich es intuitiv als Laufanfänger machen würde.
durch diese Außendrehung sieht man schnell, dass der Ellenbogen näher am Körper geführt wird. Der Arm liegt enger an. Man kann auch bei sich selbst mal spüren, dass im Bereich der Schulter eine Außendrehung entsteht, sodass der Arm auch paralleler zur Laufrichtung geführt ist. Wenn man die Kette weiter nach oben verfolgt, nähern sich auch die Schulterblätter am Rücken einander an. Es kommt dadurch wiederum zur Aufrichtung der Brustwirbelsäule, zur Erweiterung des gesamten Brustkorbs und letzten Endes zur Verbesserung der gesamten Atemmechanik. So können Lauftechnik, Ausdauer und Lauftempo entschieden verbessert werden. Erfunden hat das Griffelement der Sportmediziner und Osteopath Dr. Horst Schüler. Nach einem schweren Verkehrsunfall konnte er sich trotz Operation kaum noch bewegen. Die ersten Modelle formte er aus Knete. Als ich diese Handknete geformt hatte, habe ich gemerkt, dass durch die Formung der Handknete mir diese Funktion, dass ich die Finger so halten konnte, ermüdungsfrei, unterstützt wurde. Und das war eigentlich für mich dann auch eine erklärliche Geschichte, dass ich sage, durch die Stellung meiner Finger und meiner Unterarme muss irgendwas in meinem Körper passieren, was mir eine Erleichterung bringt und mich auch leichter gehen lässt. Und das kriegte ich auch wieder Mut oder auch die Möglichkeit, überhaupt wieder schneller zu gehen. Heute kann Horst Schüler sich wieder ganz normal bewegen. Er kann sogar wieder joggen gehen. Wenn man sieht, dass ich auch nach meiner Operation mich jeder Rollatorfahrer überholt hat, kann ich heute wieder sagen, ich laufe meine 5000 wieder unter einer halben Stunde und habe dabei auch keine Beschwerden mehr. Und das ist etwas, was ich ja wirklich selbst im Traum mir nicht vorgestellt hätte. Und deshalb möchte ich ja auch, dass die Laufmaus auch anderen Leuten hilft. Viele Physiotherapeuten wie Hermann Gerke schwören inzwischen auf die Kunststoffschalen in der Reha-Behandlung. Eine seiner Patientinnen ist Eva Wischedick. Sie hat jahrelang Nordic Walking betrieben. Dann sollte sie aus therapeutischen Gründen nicht mehr die dazugehörigen Stöcke einsetzen. Jetzt trainiert sie mit den neuen Griffelementen. Ohne Laufmaus habe ich mir das Gefühl gehabt, ich bin so ein bisschen in mich zusammengesunken beim Laufen. Musste immer sagen, ach Eva, aufrichten jetzt. Ne? Und mit den Laufmäusen in der Hand ist das ein Automatismus geworden. Ich laufe eigentlich wirklich schön aufgerichtet, habe, wenn ich dann ankomme, wirklich das Gefühl, jetzt habe ich Sauerstoff getankt, jetzt kann der Tag starten. Auch der ehemalige Bundestagsabgeordnete und Ironman-Teilnehmer Reinhold Hemker konnte seinen Laufstil und seine Ausdauer mit dem Tool in den Händen wesentlich verbessern. Ich kann tiefer atmen, einen besseren Rhythmus beim Atmen, das ist das eine. Das zweite ist, dass in der ganzen Zeit die Haltung sich verändert hat. Dass ich nicht mehr wie früher nach vorne geknickt laufe. Und was noch viel interessanter ist, ich merke, dass die Geschwindigkeit, mit der ich laufe, ist bei mir ein sogenannter Achterschnitt, funktioniert. Und zwar besser als früher. Als Horst Schüler das Griffelement entwickelte, fiel dem Arzt auch noch eine andere Wirkung auf. Als ich die Laufmaus geformt habe und habe dann wirklich die anliegen lassen an der Handinnenfläche, ist es dazu gekommen, dass ich hier einen Kontakt an dieser Stelle hatte. Meine Finger waren in dieser Position und wurden unterstützt. Dadurch habe ich erstmal eine totale Entspannung im Hand-, Arm-, Schulterbereich erfahren, bis in die Halswirbelsäule rein. Und da die Halswirbelsäule ja durchgängig geht bis in das Becken rein, habe ich bis in die Füße unten sogar eine Entspannung gespürt. Also alle Muskeln waren besser ansteuerbar, waren entspannter und haben mir wieder gehorcht. Damit kann also auch die allgemeine Motorik optimiert werden, was bereits bei Patienten mit neurologischen Störungen beobachtet wurde. So wie bei Rainer Krause. Er leidet seit 20 Jahren an neurologischen Störungen und ist Vorsitzender des Parkinson-Forums Kreis Steinfurt. Die Verbesserung in der Lebensqualität jetzt bei mir ist ja erstmal der erste Erfolg für mich. Ich kann laufen, ich laufe leichter, ich laufe entspannter, ich laufe aufrechter. Und ich sag mal, ich kriege mein Kopfkino oben frei. Ich habe mehr Spaß, mit dieser Maus zu laufen. Vorher musste ich mich immer so ein bisschen zwingen und dann hat man auch die Hände so ein bisschen merkwürdig. Und jetzt hat man eine interessante Haltung, wie ich finde. Die Laufmaus ist eine der wenigen Neuerungen beim Laufen überhaupt. Sie hat eine nachhaltige und medizinische Wirkung. Und ob Schreibtischtäter mit verspanntem Nacken, Walker oder Marathonläufer.
Sie gibt allen mehr Spaß und Energie beim Laufen.